Ja, ich habe auch den Post gesehen. Voll viele Seiten haben das berichtet. Es könnte eine Möglichkeit bestehen, dass Cristiano Ronaldo zurück zu Real Madrid geht. Es wäre irgendwie auch krass, weil Ronaldo wäre dann in 3 Jahren gefühlt bei 3 Vereinen. Juve, Man U, Real. Aber ich sehe Ronaldo nicht mehr bei Manchester United, weil Manchester United nicht das ist, was es damals war. Kann es ja auch natürlich nicht. Aber Ronaldo ist dieser Spieler, der noch so viel Power, so viel Stärke mitbringt. Ohne Ronaldo wären die gerade, wo ich gerade mal in der Conference League. So, und zu Real. Real ist eine geile Truppe. Er kennt noch so viele dort. Und das wird einfach harmonieren. Und ich glaube, der könnte da nochmal richtig abreißen, wenn er bei Real wäre. Die sind auch in der Champions League. Sind sogar gerade noch im Halbfinale. Also würde ich fühlen. Ich habe letztes Jahr, ich war der Erste, der gesagt hat, bitte, Ronaldo geht zurück zu Manchester United. Nicht Real Madrid, sondern einfach Manchester United back to the roots. Ich fand es anfangs geil, erstes Spiel, er macht direkt 2 Tore und hier und da. Aber wie sich das da alles entwickelt hat, dann kommt nur so Harry Maguire und so alles dazu. Das passt einfach nicht. Also es ist nicht mehr so dieses geile Feeling wie damals, wo Ronaldo so krank war. Das ist das Problem. Und deswegen, bei Real würde ich ihn sehen. Niemals würde ich ihn jetzt bei Sporting Lissabon sehen. Das ist für mich zu früh, Digga. Der Typ hat noch so viel Power, so viel. Der kann locker bis 40, 43 spielen. Der Typ ist eine Maschine. Und Messi ist untergegangen bei Paris. Messi muss entweder auch wieder zurück zu... Digga, stell mal... Bruder, das wäre jetzt gerade... Krieg ich Gänsehaut. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Nächste Saison Messi zurück zu Barca, Ronaldo zu Real und dann El Clasico Ronaldo gegen Messi. Stell mal vor, wir würden das wieder sehen, Digga. Das ist unglaublich, wenn man daran denkt. Seid mal ehrlich. Ronaldo passt einfach zu Real. Der ist der Königliche, Digga. Er ist Real gewesen. Was hat er da alles erreicht? La Decima, alles Mögliche. 3-mal hintereinander Champions League. Ein Rekord nach dem anderen. Wahnsinn. Das wäre Traum, Digga. Sag ich so, wie es ist.